Digitalisierung, Industrie 4.0. Wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, stolpert man unweigerlich über den Begriff Digital Twin oder digitaler Zwilling. Aber was meint man damit eigentlich genau? Und vor allem, was sind die Vorteile eines digitalen Zwillings und wie kann sowas in Zukunft aussehen? Schauen wir uns zuerst einmal die allgemeine Definition aus Literatur an. Nach dieser sind digitale Zwillinge virtuelle Abbilder physischer Objekte und stellen eine Möglichkeit dar, reale Objekte in die digitale Welt zu integrieren. Sprich, passend zu unserem realen Objekt versuchen wir, ein digitales Modell zu erstellen, mit dem wir sämtliche Eigenschaften des realen Objektes in der digitalen Welt abbilden. Ist unser Objekt beispielsweise ein Motor, möchte ich im digitalen Zwilling genau nachverfolgen können, wo arbeitet er gerade, welche Leistung erbringt er und beispielsweise auch noch, ob sicherheitsrelevante Eigenschaften wie die Maximaltemperatur eingehalten werden. Im Optimalfall beginnt die Reise des digitalen Zwillings hier schon im Entstehungsprozess des Produktes. Sprich, anstatt aufwendige und meist kostspielige Prototypen zu bauen, können wir jetzt mit wenigen Klicks einfach anhand unseres digitalen Abbildes sämtliche Eigenschaften des Produktes vorsimulieren und so testen, ob die Requirements, die benötigt werden, auch erreicht werden. Und auch die Produktion unseres Produktes können wir jetzt schon im Vorhinein erstellen, exakt planen und vorsimulieren und können so Änderungen, die mit der Zeit immer teurer werden, schon bei der Erstellung unserer Produktion ausmerzen und sparen so extrem viele Kosten. Und wenn unser Produkt jetzt später vom Kunden eingesetzt wird, können wir auch exakt nachverfolgen, wie setzt der Kunde das Produkt ein und welche Änderungen sollten wir vielleicht anpassen, um den Nachfolger des Produktes noch besser zu machen. Googeln wir also nun digitaler Zwilling, sehen wir täglich neu veröffentlichte Beiträge. In dem Themengebiet herrscht rege Weiterentwicklung und so verbessert sich auch Tag für Tag der digitale Zwilling. Deswegen zeigen wir euch jetzt mal an einem konkreten Beispiel der Digital Native Factory, wie so ein digitales Abbild in der Realität aussehen kann. Bisher hatten wir zwei Standorte, an denen jeweils CNC-Steuerung sowie Motoren und Antriebe hergestellt wurden. Außerdem wurde die Logistik extern abgewickelt. Bedeutet, die Prozesse sind ineffizient und sehr komplex. Um dem entgegenzuwirken, wurde die komplette Fabrik neu digital geplant und die Produktionslinie und die Logistik miteinander vereint. Die gesamte Fabrik wurde demnach digital geplant und hier auch direkt simuliert, um somit die Produktion bereits bevor wir sie bauen, zu optimieren. Außerdem konnten wir von den vorhandenen Werten aus der Produktionslinie und der Infrastruktur bereits von Grund auf die Effizienz steigern. Durch den digitalen Zwilling können wir nun jährlich über 5 Millionen Kilowattstunden Strom sowie über 6.000 Kubikmeter Wasser und über 3.000 Tonnen CO2 einsparen. Im Vergleich zu vorherigen Werken und Produktionslinien bedeutet das prozentual, dass wir einen bis zu 50% schnelleren Materialfluss ermöglichen können, eine bis zu 30% höhere Flexibilität in den Stückzahlen haben und auch noch die Produktivität um 20% steigern können. Fassen wir noch einmal zusammen. Digitale Zwillinge verknüpfen reale Objekte mit der virtuellen Welt. Digitale Zwillinge umfassen alle Daten, Simulationsmodelle und Informationen, die über den gesamten Lebenszyklus anfallen. Das schafft Transparenz. Live-Performance-Daten können uns einerseits Insights in die Produktion liefern, auf der anderen Seite ermöglichen sie uns schnelle Reaktionen auf eventuelle Probleme. Umfassende Simulationen helfen, komplexe Produkte präzise an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Das spart Zeit, Geld und wertvolle Ressourcen. Ihr seht also, der digitale Zwilling ist essentiell für eine nachhaltige Zukunft. Und obwohl Digital Twins heute kaum aus der industriellen Landschaft wegzudenken sind, befinden wir uns noch am Anfang der Reise. Bei Siemens arbeiten wir stark daran, branchenübergreifende Standards zu etablieren, um die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Marktteilnehmern zu fördern. So werden zukünftige Modelle immer stärker miteinander verknüpft sein, um eine Art Gesamt-Digital Twin oder Industrial Metaverse zu bilden. Also, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ein paar spannende Einblicke in das Themengebiet finden. Liked. Abonniert. Und wenn euch mehr so Videos gefallen, schaut gerne auf unserem Kanal vorbei. Und dann würde ich sagen, viel Spaß euch!